Bevor wir jetzt gleich anfangen, möchte ich mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Susan Freuzheim. Ich komme aus dem wundervollen Hamburg und bin heute Abend diejenige, die euch Himmel und Erde miteinander verbindet. Ich ist das erste Mal bei so etwas wie einer Jenseitskontakte-Demonstration. Jetzt mal die Fingerchen schön hoch, damit ich das sehen kann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Okay, sieht schon aus wie 9. mehr wie die Hälfte. Das freut Ja. mich sehr, weil das bedeutet natürlich, dass ihr ganz mutig wart und euch hier eingeklinkt habt. Bei vielen laufen wir unter Hokuspokus oder komischer Kram, aber das, was wir tun, ist tatsächlich, wir verbinden Himmel und Erde. Also ich habe einen Vater aus der geistigen Welt und spannenderweise hat er mir erstmal so ein bisschen seine Statur gezeigt. Also ich habe das Gefühl von einem kleinen Mann. Also ich bin auch nicht gerade der Größte, auch wenn ich immer so aussehe, aber ich bin nur 1,60 groß und ich hatte das Gefühl, er ist ein kleines Stück größer als ich. Er hat mir seine Statur gezeigt, dass er ein bisschen rundlich war. Er hat sich mit einem Hemd und Hosenträger gezeigt und ich habe wirklich hier gesessen und dachte, das ist ja süß. Normalerweise sehe ich nicht gleich diese ganze Form. Als ich ihn gefragt habe, ob er mir noch was dazu zeigen möchte, zeigte er mir eine Aktentasche. Also so, als ob es irgendwo eine Aktentasche gibt. Entweder war das seine und es gibt die noch. Also irgendwas muss mit der Aktentasche sein. Aber deutlich waren die Hosenträger. Er hat ein relativ rundes Gesicht und er war so ein bisschen rund. Und auch nicht gerade der Größte. Kann das erstmal jemand verstehen? Sehr Okay, könnt gut. ihr das als Vater verstehen? Vater oder Großvater? Du verstehst auch die Aktentasche. Schon, ja. Also, es kann sein, dass das seine war, es kann aber auch sein, dass die irgendwas in seinem Leben zu tun hatte. Verstehst du, es muss einen Sinn haben, warum er die zeigt. Okay. Okay. Aber Hauptsache, du verstehst diese Aktentasche, weil das war ganz deutlich. Ja, es gibt eine, ja. Gut. Du darfst nicht petzen, du darfst nur Ja-Nein sagen, okay? Gut. Das Gefühl war, dass, als ich gefragt habe, wie lange er schon in der geistigen Welt ist, gab er mir eine 2. Das heißt nicht, dass er 2 Jahre verstorben ist. Es das heißt nur, dass in diesem Todesdatum oder in der Todeszeit eine 2 sein muss. Ja. Von seinem Gemüt her gibt er mir das Gefühl, dass er ein wirklich sehr liebevoller Mann war. Ja. Müsst ihr noch überlegen. Gut. Also für mich fühlt sich das so an, als ob er keiner Fliege was zuleide tut, ja? Ich habe aber auch einen gewissen Starrsinn. Ja. Ja, so, also er hat seinen eigenen Kopf gehabt. My way, sage ich dazu nur. Ja. Okay. Er zeigt auch auf, dass es nicht immer leicht war mit ihm. Also ihr seid beide die Töchter, richtig? Ja. Ja. Dass es nicht immer leicht war in der Kommunikation Ja. mit ihm. Ja. Jetzt muss ich nochmal fragen, du verstehst aber die Aktentasche auch. Eigentlich nicht. Okay, dann es ist ganz wichtig, wenn, wie auch immer, dein Vater war jetzt auch kurz da, verstehst du? Aber irgendwas hat die Aktentasche zu bedeuten, damit ich, vielleicht einfach nur, damit ich weiß, bei wem ich genau bin. Aber in so einem Moment passiert eins, hier stehen zwei Väter. Also nicht traurig sein, okay? Jetzt mit dir mal weiter, ja? Okay. Kannst du verstehen, dass er mir das Gefühl gibt, als ob Dinge nicht ausgesprochen werden konnten? Ja. Also wenn das nicht von dir ist, dann vielleicht auch noch von Personen um dich herum. Ja. So als ob Sachen nicht mehr gesagt werden konnten. Ich habe auch, er gibt mir auch das Gefühl, als ob er schnell gestorben ist zum Schluss. Ja, schon, ja. Aber immer wieder habe ich das Gefühl, als ob er wenig spricht. Ja, richtig. Ich glaube auch, er konnte nicht wirklich sprechen. Verstehst du das auch? Ja. Also es fühlt sich an, als ob es ihm nicht leicht gefallen ist. Okay. Ja. Ja. Das, was er mir aufzeigt, ist, als ob du dabei warst, als alles aufgelöst wurde, wie so eine Haushaltsauflösung. Ja. Und dass das überhaupt nicht leicht war, weil es ganz viele Dinge gab, die du auch nicht, ja, wie soll ich das erklären? Also so, als ob du es nicht wusstest oder dich mit Dingen auseinandersetzen musstest, die du vorher nicht in der Hand hattest. Verstehst du das? Ja. Und er zeigt auf, er hat ganz schön viel Kram. Ja. Ja. Das ist ihm ein wenig unangenehm, dass so viel Kram da rumgeflogen ist. Verstehst du das? Also er sagt, es war jetzt nicht alles wertvoll, was da irgendwie geräumt wurde. Ja. Ja. Aber es fühlt sich so an, als ob du dabei auch etwas entdeckt hast, was
ihn dir ein Stück näher gebracht hat. Also ich kann noch nicht genau sagen, was es ist, aber verstehst du, was er damit meint? Ja, möglicherweise, ja. Ich habe sowas wie einen Schreibtisch gesehen. Verstehst du einen Schreibtisch? Ja, mhm. Ja, richtig. Und verstehst du, dass irgendwas auf diesem Schreibtisch, um diesen Schreibtisch, dass du da etwas gefunden hast, was das bestätigt, was er gerade gesagt hat? Ja, ich denke schon, ja. Ich denke, also wenn es das ist, was ich meine, ja. Es fühlt sich so an, als ob du das wirklich wie gefunden hast. Es lag nicht oben drauf und war da. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Okay. Er rückt nicht raus. Also du musst jetzt, ich hoffe, du weißt, was er damit meint. Ich hoffe, ich weiß, was er damit meint. Ja, okay. Das Gefühl ist, dass es dadurch klarer wurde. Es sieht aus wie etwas Geschriebenes oder vielleicht ein Schriftstück oder irgendwas, was es auch noch mal klarer gemacht hat. Verstehst du das? Da gab es viele Sachen, geschriebene Sachen, ja. Ich weiß nicht, ja. Wenn es was Geschriebenes ist, muss ich überlegen, ja. Okay, du hast nachher auf Band oder wie gesagt, hier winkt noch jemand, bitte, ja? Warum du nicht? Hallo. Hallo, ich kann auch alles verstehen. Okay, und du bist auch die Tochter? Enkelkind. Das Enkelkind. Und du verstehst auch die Aktentasche? Ja. Und das mit diesem Finden, dass er ganz viel Kram hatte und so, das verstehst du auch, Haushaltsauflösung? Mit dem Handgeschriebenen kann ich sehr gut verstehen, ja. Okay, also... Schreibtisch kann ich auch gut verstehen. Es geht darum, dass du etwas gefunden hast nach seinem Tod, was er aufzeigt, dass du ihm dadurch näher gekommen bist, wie so ein Aha-Erlebnis. Verstehst ja, du? Ja. Du das auch? Ich habe so viel gefunden. Ich weiß nicht, ja, okay. Ich muss nicht drüber nachdenken. Okay. Ja. Ich sage euch was, die versuchen natürlich so viele Kontakte wie möglich hier durchzubringen und dann stellen die sich bei Ähnlichkeiten halt dazu. Also seid sicher, die sind alle drei da. So, aber egal, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir hier zu Potte kommen. Er möchte sich von ganzem Herzen bedanken dafür, was, ich sage jetzt mal, ihr für ihn getan habt. Weil er war nicht der Mensch, der seinen Tod geregelt hat. Er war nicht der Mensch, der überhaupt über seinen Tod nachgedacht hat. Das versteht ihr auch beide, gell? Ja. Der hat auch gar keinen Bock da gehabt, über sowas zu reden. Also das war richtig weit weg. Ja, okay. Die ganze Familie war jetzt sowieso nicht sonderlich gläubig, wenn ihr versteht, was ich meine. Also, naja. Also er macht jetzt nicht den Eindruck, als ob er in die Kirche gerannt ist, wenn er versteht, was ich sage. Ja, richtig, ja. Na, da bin ich raus. Da bin okay. Ich dann raus. Ja. Also nochmal. Dann war dein Großvater gerade kurz da, verstehst du? Um dir ja, alles gut. Alles gut, okay. Ciao. Gut. Okay, wir beide aber fest zusammen und jetzt weiß ich, dass ihr Opa auch da war und weiß auch, dass ihr Vater kurz da war. Ihr möchtet sich von ganzem Herzen dafür bedanken, was du alles gemacht hast. Also das fühlt sich so an, als ob du federführend dieses, also alles für ihn gemacht hast, so als ob du diejenige warst in der Familie, die sich um den Großteil seines Nachlasses und alles gekümmert hat. Verstehst du das? Ja, aber nicht ganz alleine, nein. Also. Hat er nicht gesagt, aber dass du federführend, also dass du jemand ja, warst, der... Wenn er, also ich weiß nicht, ja, ich habe, ja, vielleicht... Du darfst nur ja, nein, Schatz, oder ich weiß es nicht. Ja, ja, okay. Weil er möchte sich dafür bedanken. Es fühlt sich so an, als ob du dich wirklich auch in dem Kreis der Familie für gewisse Dinge durchsetzen musstest. Ja, richtig. Okay, das meint er mit federführend. Mhm. Okay? Ja. Und dafür möchte er sich bedanken, weil er zeigt auf, dass es nicht immer leicht war für dich. Richtig, ja. Weil es war nicht wirklich klar, was dein Vater wirklich wollte und wie er sich vielleicht so eine Beerdigung vorstellen kann. Es fühlt sich so an, als ob es da unterschiedliche Auffassungen in der Familie gab. Richtig, ja. Und er möchte sich dafür bedanken, dass du dich für ihn eingesetzt hast. Ja, okay. Sagt, dass es wirklich schön war. Und er zeigt an, dass er auf seiner Beerdigung war. Verstehst du das auch? Ja. Weil das Gefühl ist, dass du ihn wahrnehmen konntest und mit dir noch jemand. Oder vielleicht habt ihr euch Gedanken gemacht, ob er da ist, aber Fakt ist, er war da. Ja, okay. Er zeigt ganz viele Blumen an. Verstehst du ganz viele Blumen? Ja. Also, und verstehst du auch, dass ich bunt habe, also unterschiedliche Farben? Ja. Deine Mutter lebt noch? Ja. Das, weil er zeigt nämlich auf, dass um dieses Grab irgendwie, dass das sehr gepflegt wird. Ja. Ja, schon, also. Ja, also ich kann dir nur sagen, was er sagt, weil er sagt, er geht immer mit, pass auf, er sagt immer, er geht immer mit dahin.
Ja. Verstehst du? Ja. Er ist nicht am Friedhof, sondern er geht mit dahin. Und er hat aber nicht dich gezeigt, sondern er hat deine Mutter gezeigt. Verstehst du das auch? Ja. Verstehe ich, ja. Wenn er noch einmal 5 Minuten hätte, um ihr deutlich zu zeigen, dass er da ist, dann würde er ihr sagen, wie sehr er sie liebt. Mhm. Wenn er noch einmal 5 Minuten mit dir hätte, damit du wirklich weißt, dass er da ist, dann würde er dir sagen, wie sehr er dich liebt. Und er würde dir dafür Danke sagen, was du alles, und er sagt, war nicht immer einfach mit mir quasi durchgestanden und durchgemacht hast. Aber er sagt, ich habe gewusst, dass du mich liebst. Und er sagt, du weißt auch, dass ich dich liebe. Entschuldigung. Das ist Sinn und Zweck der Übung. Jetzt berührt er deine Seele und das ist wichtig. Okay? Nimm seine ganze Liebe und wisse, es tut ihm leid, dass er so viel Kram hat. Ja. Und du hast alles richtig gemacht, auch wenn du dir manchmal überlegt hast, das kann jetzt echt weg. Das war okay so, das darf ich dir noch sagen. Ja. Ja. Weil es fühlt sich so an, als ob du dich für einigen Kram, den man aussortiert hat, rechtfertigen musstest. Aber er sagt, es war völlig okay, ich hatte viel zu viel Kram. Ja. Okay. So, da ich jetzt so ein Kuddelmuddel gemacht habe und noch einen Opa und noch einen Vater drin hatte, bin ich jetzt mal gespannt, was Elke hat. Hat noch nicht. Okay. Ich habe eine Mutter aus der geistigen Welt. Sie hat sich mir gezeigt, auf dem Sterbebett liegend. Sie zeigt sich mir so, dass sie ja sehr schwach und ausgemergelt aussieht. Das Gefühl, was sie mir gegeben hat, ist, dass sie gepflegt wurde, obwohl das eigentlich nicht unbedingt. Also ich habe einen Mann aus der geistigen Welt. Gezeigt hat er sich mir mit 35, aber das hat nicht unbedingt, oder vielleicht hat es was zu bedeuten, vielleicht auch nicht. Das Gefühl, was er mir gegeben hat, ist, dass er sich selbst aus diesem Leben genommen hat. Und muss ich mal überlegen, es war gerade so viel, was er alles erzählt hat. Das Gefühl war, dass er jemand war, der eigentlich immer so versucht hat, in seinem Leben alleine klarzukommen, der auch eher sich isoliert hat. Und aber dennoch war dieser Selbstmord war nicht wirklich eindeutig für die Familie. Also es ist jetzt nicht so, dass er gerne über diesen Selbstmord redet, aber es ist so, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Auf der einen Seite zeigt er mir eine gewisse Schwere und also so, als ob er ja mit seinem Leben nicht wirklich zurechtgekommen ist. Auf der anderen Seite zeigt er mir aber auch, dass er nicht wirklich damit nach außen gegangen ist. Versteht ihr das? Ja. Ihr seid es quasi unterschiedlich auf allen möglichen Bildschirmen. Ich muss mal, wenn ihr das verstehen kann, macht die Hand bitte hoch mit. Aber du kannst es auch verstehen, ja? Okay, du musst deinen Ton wieder anmachen. Er hat mir Tabletten gezeigt. Es muss jetzt nicht sein, dass er die genommen, also dass er daran gestorben ist. Aber versteht ihr viele Tabletten, die er mir gezeigt hat? Ja. Nein. Ja. Warte mal, wer jetzt war? Jetzt nein? Nein. Er hatte seine Probleme, er hat es aber nicht nach außen gezeigt. Ja. Ja. Genau. So, ich glaube, wie gesagt, es sind drei verschiedene Männer hier. Ich hatte einen Namen, und zwar einen Namen Manfred. Wenn er nicht so hieß, gibt es irgendjemand im Umkreis, der so heißt? Nein. Oder vielleicht auch jemand in der geistigen Welt, der so heißt? Okay, dann lasse ich den Namen stehen. Ich, wie gesagt, macht mal ein bisschen auf. Es kann auch ein Freund, Bekannter sein, irgendein weiter Bekannter, Schulfreund, weiß der Geier was. Das war der Name, den ich sofort behalten habe. Ich bin froh, wenn ich überhaupt einen Namen kriege. Was er auch zeigt, ist, dass sein Tod ein wirklicher Schock war für die Familie. Ja. Ja. Also er zeigt diesen Schock. Mhm. Ja. Und ich habe sowas wie einen Abschiedsbrief. Verstehst du das? Nein. Nein. Ja. Leute, das, was jetzt hier passiert ist, die vermischen sich. Versteht ihr? Die vermischen sich und vermischen sich und vermischen sich. Okay, jetzt bin ich wieder bei dir.
Aber du konntest du die Tabletten auch verstehen? Ja. Irgendwas hat er da drin geschrieben mit, dass es ihm unglaublich leid tut. Verstehst du das? Ja. Aber trotzdem fühlt es sich so an, als ob dieser Brief noch mehr Fragen aufgeworfen hat. Das verstehst du nicht? Mhm. Gab es noch etwas anderes im Zusammenhang mit seinem Tod, was Fragen aufgeworfen hat? Ja. Was er sagt ist, ich habe mir das nicht einfach gemacht, die Entscheidung. Und er zeigt deutlich auf, also du musst mit ihm auch verwandt sein, verstehst du das? Mhm. Er zeigt nämlich deutlich die Nähe auch zu dir auf, obwohl ich jetzt keinen Familienstand wirklich habe. Ja? Aber er zeigt diese Nähe auf, aber er sagt, er hat sich das nicht leicht gemacht und das, was er gar nicht wollte, ist die Auswirkung für die Familie. Mhm. Ja. Er zeigt deutlich an, dass du wie ein Zwiegespräch versuchst, mit ihm zu führen. Ja. Und es muss einen Moment gegeben haben, wo du wie gedacht hast, du kriegst keine Antwort. Ja. Das Gefühl ist, dass er in dem Moment, das hatten wir die Woche schon mal besprochen im Zoom, es gibt sowas wie eine Reha. Also wenn jemand wirklich sehr traumatisch geht, dann ist er da. Und das muss am Anfang gewesen sein, wo du das Gefühl hast, du hast keinen Zugang zu ihm, obwohl du normalerweise sehr gut mit der geistigen Welt kommunizieren kannst. Das verstehst du auch? Ja. Okay. Er zeigt auf, dass er in dem Moment dort war und wie erstmal selber zu sich kommen durfte über das, was da passiert ist. Er zeigt mir eine 4 mit seinem Tod. Verstehst du die 4? Also wenn es jetzt nicht 4 Jahre oder 4 Monate sind, dann bitte, 4 Monate auf keinen Fall, aber kannst du die 4 in seinem Sterbedatum verstehen? Nein. Oder in der Zeit? Also die 4 muss irgendwie in diese Richtung gehören. Es kann sein, dass es entweder im Jahr ist oder im Monat oder im Tag oder in der Uhrzeit. Vielleicht sogar im Beerdigungsdatum. Ja. Verstehst du? Vielleicht musst du da nochmal gucken. Okay. Jetzt fühlt es sich an, als ob er ein bisschen Abstand hat. Ja. Also so, als ob er endlich für sich so wie ein Resümee bekommen hat über das Warum. Und er sagt, du hast mit vielem, was du gedacht hast, recht gehabt. Ja? Mhm. Also, und er sagt auch, ja, heute mit der Perspektive, mit den Möglichkeiten, die ich jetzt hier habe, mit dieser Weitsicht, und mit diesen Sichtweisen, die mir hier gezeigt wurden, hätte ich es damals nicht machen müssen. Mhm. Ja. Aber er sagt, das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht gesehen. Und weißt du, was er auch zeigt? Also ich muss das jetzt mal so sagen, egal ob du das jetzt verstehst oder nicht, aber es fühlt sich an, als ob das ein Zeitfenster war und er einfach so viel hatte, dass er beschlossen hat zu gehen. Ja. Also das war nicht sein klassisches Ich-lebe-dann-ab-Datum, sondern das war wie ein Zeitfenster, was er für sich genutzt hat. Das verstehst du aber, sagt er. Ja, total. Okay. Mhm. Er möchte dir von ganzem Herzen danken, weil er zeigt mir deutlich auf, dass du also wie ihn in Liebe begleitet hast. Also nicht jeder in deiner Familie konnte das wirklich nachvollziehen, aber trotzdem zeigt er auf, dass du immer in der Liebe warst. Dafür möchte er dir danken, weil du bist einer der Gründe, die ihm unfassbar geholfen hat, das, was er da erlebt hat, was ja für ihn auch eine Art von Trauma in dem Moment war, für sich aufzuarbeiten. Durch dich hat er verstanden, dass es hätte auch andere Sichtweisen geben können. Aber das hat er nicht gesehen, als er noch da war. Auch möchte er dir für alles danken, was du getan hast. Also es fühlt sich an, als ob er tatsächlich einen großen Freundeskreis hatte, aber sich total isoliert hat. Verstehst du das? Oder Bekanntheitskreis. Also ich habe viele Leute. Ja. Okay. Mhm. So. Und es gibt ganz viele, auch im Außen, also vielleicht Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen, die haben tatsächlich bis heute nicht verstanden, was überhaupt passiert ist. Ja. Er zeigt deutlich auf, dass sie das Bewusstsein nicht dafür haben, um das so zu verstehen. Er zeigt auf, dass du da anders bist. Weil du viel offener für all diese Dinge bist und du auch in vielen Dingen nicht bewertest, so wie es die anderen machen. Verstehst du das auch? Hm. Er steht jetzt hier und schickt dir ganz viele Rosen. Danke. Und er möchte dir sagen, dass du wirklich ein sehr wertvoller Mensch bist
und er dir ohne Ende dankbar ist dafür, für all das, was du getan hast und heute noch tust, und zwar jeden Tag. Weil in Gedanken begleitest du ihn schon so lange. Und er sagt, ich kann dir gar nicht genug dafür danken, für das, was du tust. Aber er sagt auch, er möchte, dass du mehr auf dich achtest. Mhm. Also es fühlt sich so an, wie auch mal die Füße stillhalten und selber zur Ruhe kommen. Ja, genau so. Das stimmt. Manchmal macht er wie, weißt du, so als ob er dir auf die Schultern drückt, damit du dich jetzt endlich mal hinsetzt und mal in die Ruhe kommst. Also wenn du das Gefühl hast, dass du irgendwie eine leichte Schwere auf den Schultern hast, wisse, er ist das, der dir sagen möchte, bitte, bitte, nutze auch deine Ruhepausen, weil du brauchst sie dringend. Ich darf dir ein ganz großes Danke sagen für alles, was du getan hast. Danke. Also ich habe zwei Personen aus der geistigen Welt, und zwar einmal eine Großmutter und einmal ein Kind. Das Gefühl bei dem Kind ist, dass es nicht geboren worden ist. Ich hörte das Wort Abtreibung. Es ist aber ein Junge, das kann ich hier schon sagen, und der Junge ist in der geistigen Welt groß geworden. Es heißt nicht, dass ihr das Kind abgetrieben haben müsst, aber vielleicht ist jemand aus der Familie, versteht ihr? Also die Oma, die hier dabei steht, die hat mir gezeigt, dass sie schon sehr lange in der geistigen Welt ist. Und es war ganz spannend, weil sie hat mir gezeigt, dass es früher sowas wie einen Holzofen gegeben haben muss, wo man mit Holz geheizt hat. Seid ihr alle noch da? Die Oma kannst du verstehen. Ja. Es müsste ja dann deine Oma sein, ist das richtig? Ja. Okay. Kannst du das mit dem Kind verstehen? Ja. Aber nicht von mir, sondern... Ja, genau. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder es ist dein Kind oder es ist ein Kind von jemand anders. Aber es muss irgendwie mit der Erkennung dazu beitragen, dass du es verstehst. Ja. Okay, gut. Ganz spannend war die Nummer mit dem Ofen. Verstehst du? Das war dann nochmal etwas ganz Deutliches. Sie hat das Kind an der Hand und sie zeigt wirklich auf, dass sie schon lange in der geistigen Welt ist. Das verstehst du auch? Ja. Irgendwie scheint es dieses Haus in der Form so nicht mehr zu geben. Auch? Richtig, ja. Weil sie zeigt mir nur den Ofen daraus. Was sie mir auch gibt, ist, dass sie, ich meine, gut, es ist jetzt auch nichts Neues bei Omas in dem Alter, aber die hat unglaublich viel Handarbeit gemacht. Ja. Also die hat nicht nur häkeln und stricken können, die konnte auch sticken. Ja. Genau. Und sie konnte auch nähen. Ja. Weil ich kann das gar nicht. Also ich bin so der Socken stopft, wo jede Oma sagt, entschuldige, das geht gar nicht, was du da machst. Und so hat sie mir das eben gezeigt, weißt du, so nach dem Motto, das sieht sogar ganz schlimm aus. Es war ja auch ganz wichtig, dass das ganz akkurat war. Also sie war da wirklich auch sehr genau, ja? Ja. Und sie wirkt auf mich auch sehr aufgeräumt. Also sie muss wirklich alles auch fein, säuberlich sortiert immer haben, ja? Kannst du eine Tante oder eine Freundin in der geistigen Welt verstehen? Für dich? Für mich? Ja. Ja. Also ich habe das Gefühl, es ist eine Tante, aber ich bin nicht genau sicher. Aber eine Frau, die total lustig ist und voller Freude und voller Elan. Hast du keine in der Familie mit Elan? In der geistigen Welt nicht. Die muss aber hier drüben sein. Naja, meine Mutter war es. Ja, aber dann hätte ich das Wort Mutter gehört, verstehst du? Also, es sei denn, deine Mutter ist wie eine Freundin gewesen, dann würde es wieder passen. Verstehst du das? Nee. Nee, eben. Deine Mutter steht nämlich jetzt auch hier und nee, das passt nicht. Aber nochmal zu dieser anderen Frau. Also entweder war es eine Freundin deiner Mutter oder es muss oder etwas weitere Verwandtschaft. Verstehst du das? Ja, ich kann sein, ich habe nicht viel Verbindung. Okay. Aber die Frau ist total lustig und die... Ja, meine Großtante. Okay. Ja. Okay. Und weil die, weißt du, der Rest deiner Familie ist nicht ganz so leicht, wie sie es war. Verstehst du das auch? Ja. Weil die mischt hier drüben alles auf. Und bringt tatsächlich auch Leichtigkeit dahin, wo bei vielen Frauen auch deiner Familie nicht so viel Leichtigkeit war. Ja.
Sie zeigt jetzt auf deine Mama und meint die damit auch. Ja. Okay. Du weißt, dass es deiner Mama jetzt gut geht? Ja. Gut. Und sie zeigen hier deutlich an, also sie stehen jetzt hier zu viert. Sieh es mir nach, ich muss mal gucken, bei wem ich dann immer so bin, ja. Aber sie zeigen deutlich auf, dass sie unterschiedliche Ebenen haben. Ja. Und es fühlt sich so an, als ob deine Großmutter vieles verstanden hat, auch über die lange Zeit, die sie schon in der geistigen Welt war, und darüber auch anderen in der Familie helfen konnte, einfacher alles zu verstehen und auch alles zu verarbeiten, was in deren Leben passiert ist. Weil das Leben deiner Mutter war nicht einfach. Nein, das war nicht einfach, ja. Und es fühlt sich so an, als ob sie ganz schwer war, weißt du? Ja. Genau, okay. Und mit dieser Schwere ist sie auch gestorben, das verstehst du auch. Genau. Auch sie ist noch, verstehst du eine 5 mit ihrem Tod? Denk dran, es kann ein Jahr sein, es kann der Tag sein, es kann der Monat sein, es kann eine Zeit sein. Ja, ja, ja. Das Gefühl ist, dass sie lange noch nicht aus dieser Schwere komplett raus ist. Noch immer nicht. Aber, dass es ihr trotzdem gut geht. Okay? Weißt du, man sagt, ein Leben rein, ein Leben raus. Und das Gefühl ist, dass sie ihr Leben wirklich immer schwer, wie soll ich das sagen? Also sie hat immer das Glas nie halb voll, sondern immer halb leer gesehen. Verstehst du? Diese Schwere, so fühlt sich's an. Ne? Ja. Und es fühlt sich auch so an, als ob das über eine Zeit lang war, eine richtig lange Zeitspanne. Das war jetzt keine 5 Jahre, verstehst du das auch? Ja. Deswegen dauert es auch, bis man dann entsprechend raus ist. Mhm. Aber sie möchte sich dafür bedanken, weil auch du wirklich positiv bist. Ja. Und auch ganz anders, also eher so wie die Großtante, als deine ganzen anderen Familienmitglieder. Ja. Und auch als andere Freunde. Ja. Sie sagen, mach weiter so. Sie sagen, diese Fröhlichkeit, diese Liebe, diese Leichtigkeit, genau das brauchen wir hier. Und du denkst an sie, du hast sie nicht jetzt jede Sekunde auf der Uhr, aber es müssen Rituale stattfinden, wo du wirklich immer im Turnus an sie denkst und auch ihnen gedenkst, ja? Und sie sagen Danke dafür, weil das hilft ihnen auch weiterzugehen. Das hat auch deiner Mutter geholfen, weiterzugehen. Mach weiter so. Mach ich. Dankeschön. So, hier rennen jetzt aber auch ein paar Tiere herum. Das weißt du auch? Ja. Das verstehst du auch? Und ja. Dass die Tiere, ich weiß jetzt noch nicht, was es ist, aber ich habe das Gefühl, es ist jetzt maximal Kniehöhe. Ich würde sogar sagen kleiner. Ja. Mhm. Sag mal, gab es als Kind mal so einen Hasen? Ja. Mhm, weil der hopft nämlich auch hier rum. Okay. Weißt du, Hund, Katze, das kann ja jeder, aber der Hase ist schon was. Okay. Mhm. Und kannst du auch verstehen, dass ich gerade einen kleinen Igel sehe? Habt ihr früher euch mal oder kannst du verstehen, dass sich um Igel gekümmert wurde? Na, also nicht bewusst, ne? Jetzt habe ich schon einmal einen Igel, jetzt weißt du nicht, wohin der gehört. Ah, doch, meine Oma hat Milch rausgestellt im Garten für einen Igel, ja, stimmt. Aber ich habe nie einen gesehen. Also. Wie geil. Okay. Was sie auch aufzeigen, ist, dass du von jeder Person etwas Persönliches hast. Es ist nicht nur Schmuck, du hast auch unterschiedliche Dinge von ihnen. Verstehst du das auch? Ja. Und sie zeigen auch, dass es nicht besonders wertvoll ist, aber dass du es in Ehren hältst. Ja. Und dafür möchten sie dir auch von ganzem Herzen bedanken. Danken, nicht bedanken, danken. Aha. Nochmal, sie zeigen immer wieder auf, dass du das Licht bist. Und sie zeigen auf, dass du dir mehr auch glauben darfst, dass du das Licht bist. Sie sagen, wenn du sehen könntest aus unserer Sicht, wie du wirklich bist, dann würdest du dich viel mehr lieben und schätzen. Und sie sagen, genauso wie die Frauen deiner Familie nie ein Danke gehört haben für ihre Arbeit, so hast du es auch nie gehört. Aber sie möchten jetzt Danke sagen für all das, was du tust und bist. Sie schicken dir ganz, ganz viel Liebe. Hier fliegen die Herzchen durch die Gegend. Ja, genau. Es ist wichtig, dass du das weißt. Weil ich glaube, die Frauen eurer Familie, da ist es immer völlig untergegangen. Da hat man nur funktioniert. Und sie wollen das nicht für dich. Sie sagen, es wird Zeit, dass da einer aussteigt. Und du bist auf dem besten Wege dahin. Erst seit kurzem, aber ja. Weiß egal, Weg ist Weg. Okay? Okay. Jetzt ab. Also, ich habe hier einen Vater
und seinen Bruder, also der Onkel. Einer trägt eine Brille, einer hat davon lichtes Haar. Wer das jetzt genau ist, kann ich nicht sagen, weil die stehen so dicht beisammen. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass einer zu Hause gestorben ist und der andere entweder im Krankenhaus oder in einem, wie sagt man denn, in einem Hospiz. Ja, ich kann es verstehen, ja. Okay, also wie gesagt, ich kann jetzt nicht genau sagen, wer wer ist, weil die so dicht beisammen stehen. Deswegen musst du dich jetzt da mal ein bisschen locker machen. Die sind doch hier zusammen reingerannt. Es war gar keine Chance, die zu trennen, okay? Was mir auch zeigt, dass die sich auch im Leben verstanden haben. Die müssen auch nicht so weit weg auseinander gewohnt haben. Verstehst du das auch? Richtig, ja. Ja, also so, als ob die auch gut miteinander konnten und immer gut miteinander klargekommen sind, auch wenn sie unterschiedliche Meinungen hatten. Verstehst du das? Ja, ja. Die haben sich auch ohne Worte verstanden, weil die stehen auch manchmal hier rum, gucken sich nur an. Ja, verstehe ich. Mhm. Beide waren auf ihre Art und Weise schon irgendwie eigenbrötlerisch. Absolut, ja. Definitiv. Mhm. Manche Dinge konnten die nur unter sich verstehen. Ja. Und einer von beiden ist wirklich schnell gestorben. Das verstehst du auch. Ja. Wenn ich jetzt noch wüsste, wer es wäre, wäre ich auch ganz weit vorne, ey. Die waren auch beide Väter. Das kannst du auch verstehen, ne? Ja. Deswegen kann ich die auch so gar nicht auseinanderhalten, verstehst du? Weil egal die Begriffe. Einer von beiden, beide. Aber einer von beiden fummelt hier mehr mit so Werkzeug umher, so als ob er zu Hause alles repariert hat und das nachgeguckt hat. Das heißt nicht, dass der andere das nicht konnte, aber einer von beiden hat das mehr gemacht. Definitiv, ja. Und die haben sich auch gegenseitig geholfen, wenn irgendwas da zu machen war. Ja. Und ich habe Familienfeste. Ja. Weil gefeiert haben sie schon auch gerne. Ja, absolut. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie auf den Tischen gestanden haben, aber so ähnlich war das schon. Also sie feiern wirklich gerne, ja, und haben auch mal gerne einen gehoben. Alle beide, ja. Mhm. Die sind schon sehr lustig und speziell auf ihre Art und Weise. Sie sagen mir, das machen sie drüben in der geistigen Welt immer noch. Das glaube ich, ja. Also sie sind von ihrer Persönlichkeit wirklich sehr gesellig, obwohl sie so eigen sind, ja. Und obwohl sie auch ihren eigenen Schädel haben. Aber irgendwie haben sie es geschafft, trotzdem gesellig und auch gesellschaftsfähig zu sein, ja. Mhm. Und sie waren auch nicht nur gegenseitig, sondern auch für andere gute Ratgeber. Also sie waren auch angesehen bei anderen. Definitiv, ja. Es muss total lustige Geschichten geben mit beiden. Ja? Ja. Also so richtige Schenkelklopfer, wo du nicht weißt, wo du dich hintun sollst, wenn du an solche Geschichten denkst. Also, weil sie zeigen sich jetzt hier so laut lachend. Mhm. Mhm. Dein Vater sagt, es gibt Momente, wo du total traurig bist. Und es gibt auch Bilder von beiden. Verstehst du das auch? Ich habe das Bild hier. Ich soll euch das auch zeigen. Nachher, jetzt noch nicht. Ja. Muss ich das Dirk nur zeichnen? Ja, ja, also, aber dein Vater sagt, es gibt Momente, in denen du total traurig bist und auch vor diesem Bild stehst. Ja. Das ist lustig, weil ich habe nicht das Gefühl, dass dein Vater alleine bei dir ist. Die kommen immer zu zweit. Ja. Okay, gut, dass du es jetzt weißt und auch merkst. Weil es sieht immer so aus, als ob sie dich von rechts und links nehmen, so zwischen die Arme und mal so richtig hochheben, so nach dem Motto, so Schätzchen, jetzt machen wir das wieder, ja? Sie sagen auch nicht deinen Namen, alle beide nicht. Ja. Sie haben irgendeinen Spitznamen für dich. Also ich höre sie nicht deinen Namen sagen, das verstehst du. Ja, das verstehe ich, ja. Ja. Was Kurzes, verstehst du sowas wie Mimi oder irgend sowas? Ja. Irgendwas Kurzes, ja? Ja. Okay. Mhm. Aber sie kommen nochmal zurück auf dieses Bild und es muss unterschiedliche Bilder geben. Es muss auch ein Bild geben, wo die beiden zusammen drauf sind. Ja, das ist das Bild, was ich meinte, ja. Okay. Sie sagen, sie sehen gut drauf aus, aber das lassen wir jetzt mal dahingestellt, okay? Alle beide, ja. Okay. Ja. Weil ich glaube, das ist relativ. Und das war ihnen wichtig. Aber die haben wirklich großartigen Humor hier. Nochmal, aber sie haben ja gerade, oder dein Vater hat gerade gezeigt, dass wenn du, wenn es dir nicht gut geht und du vor diesem Bild stehst und wirklich, es fühlt sich so an, als ob du dann so eine Schwere hast und so eine Traurigkeit. Mhm. Und sie versuchen dich wirklich so wieder anzuheben. Und sie zeigen, du sollst bitte dann dich an all diese lustigen Geschichten erinnern. Du sollst dir bitte 2, 3 Geschichten
sollst du parat haben, die dich sofort in die Freude und in die Liebe bringen, weil sie so lustig waren. Weil das hebt wieder die deine, das hebt dich praktisch wieder da rein, weißt du? Weil in dem Moment, wenn du so in diese Traurigkeit fällst, obwohl sie ja, also einer von beiden muss auch schon ein bisschen länger in der geistigen Welt sein. Du fällst dann in die Vergangenheit, verstehst du? Das ist dein Verstand, der das dann nicht annehmen will, dass es so ist, wie es ist. Und deswegen sagen sie, du sollst dir wirklich eine Geschichte parat haben, die dich ins Lachen bringt und dann bist du wieder im Hier und im Jetzt und dann spürst du auch, dass sie deutlich bei dir sind und dich niemals alleine lassen würden. Es gibt im Moment auch irgendeine Entscheidung, die du treffen darfst. Nein. Sie zeigen auf Weg A oder Weg B. Und das ist für mich immer so dieses, ich muss mich jetzt irgendwie entscheiden. Es steht keine Entscheidung an, aber vielleicht kommt das ja noch. Wenn du es nicht bist, ist es vielleicht, hast du eine Tochter? Ja. Hat die das? Eine Entscheidung? Ja. 11. Ich habe mit 11 auch schon Entscheidungen. Was ziehe ich an? Also, auf jeden Fall, ganz egal, sie möchten, dass du oder auch sie weiß, es ist im Moment nicht der richtige Zeitpunkt. Das zeigen sie auf, ja? Und dass es, wenn der Moment kommt, sie das ganz genau oder du das ganz genau weißt. Ich darf auch Grüße ausrichten an alle anderen. Und sie sagen aber laut lachend, dass das nicht jeder verstehen könnte. Wenn du sagen würdest, war ich gestern im Jenseitskontakt und da kam hier der Opa und da kam hier der Vater und der Onkel und ich soll euch schöne Grüße ausrichten. Deswegen verpacke es vielleicht in Form eines Traumes. Weil sie sagen, dann kann es jeder verstehen. Aber sie sagen auch, natürlich sind wir bei allen anderen auch und natürlich gucken wir, ob es denen gut geht. Und irgendeiner läuft auch dauernd zum Grab und macht die Gräber. Ja. Da latschen sie nämlich auch mit. Ach, okay. Gehen aber wieder heim. Ja, ist klar. Ja. Aber sie gehen halt überall mal gucken. Aber das Witzige ist wirklich, die sind hier wie siamesische Zwillinge, die kriegst du überhaupt gar nicht auseinander. Ja. Ja, schön. Sehr schön, ja. Nimm ihre ganze Liebe. Sie möchten, dass du dein Lachen behältst. Sie möchten, dass du deine Leichtigkeit behältst. Sie sagen, das ist genau das, was wichtig ist für dein Leben. Ach, schön, ja. Sie sagen, lebe, hör auf, dir schwer zu machen. Und denk an die lustigen Geschichten und denk dran, nach jedem Tal kommt wieder, oder nach jedem Dunkeln kommt sofort wieder hell. Und alles gehört dazu. Ich meine, das kann man jetzt leicht sagen von dieser Seite, aber du weißt, was ich meine. Ja. Ja, schön. Toll, danke. Wir müssen noch einen Moment auf Elke warten. Du kannst ja schon mal dein Bild besorgen. Ja, das hängt hier. Moment. Aber noch nicht zeigen. Ja. Sag mal, die haben auch Werkzeug gehabt, gell? Ich habe ja im neuerdings immer Werkzeug, was sie mir zeigen. Das gibt's auch noch. Ja, ja. Alle beide. Ja, ja. Genau. Ist noch vollzählig, zeigen sie. Ja. Ja, ja. Aber irgendwas von dem Werkzeug ist kaputt. Verstehst du das auch? Nein, verstehe ich nicht. Ja, dann geh mal gucken. Irgendwas ist kaputt. Okay. Wenn das jetzt nicht das von deinem Vater ist, dann vielleicht das von deinem Onkel. Also irgendwas ist kaputt. Vielleicht eine. Sah aus wie eine Zange. Irgendwas ist kaputt. Okay. Haben sie aufgepasst, die beiden. Ja, vielleicht ist es jetzt erst kaputt gegangen, verstehst du? Aber irgendwas ist an einem Werkzeug kaputt. So, dass es nicht mehr nutzbar ist. Ist ja vielleicht mal ganz spannend. Mal gucken, was dabei im Nachgang rauskommt. Wir sehen uns bald mal wieder. Danke. Danke. Vielen lieben Dank.